Wir befinden uns heute bei der Firma MMW Consulting in Martal. Neben mir steht Daniel Müller, Geschäftsführer und Plotter und Druckerberater. Und daneben ist Erik Soder, freischaffender Fotograf und Bildbearbeiter. Wir haben uns heute dem Thema angenommen, Farben im Griff. Es gibt viele Leute, die zu Hause zum Beispiel solche Fotobücher erstellen, relativ aufwendig und teuer. Und sie kaufen sich einen PC, einen Monitor und gehen davon aus, diese Farben sind korrekt. Können Sie von dem ausgehen oder gilt es da etwas zu berücksichtigen? Das ist fast eine Glückssache. Die Geräte müssen richtig eingestellt sein und das kann der Fall sein, dass Sie am Werk die richtigen Profile mitgeliefert bekommen. Es kann aber auch Abweichungen geben. Wie kann ich diese Abweichungen überprüfen? Also sprich, wie kann ich kontrollieren, ob die Farben korrekt dargestellt werden? Um ein korrektes Profil zu erstellen oder eines zu überprüfen, braucht es ein Messgerät. Es gibt aber auch eine einfache Variante, indem man zuerst eine Referenz am Monitor und gedruckt vergleicht, ob da überhaupt Abweichungen auftreten und wenn ja, wie stark diese sind. Wie schaut das im Detail aus? Kannst du uns das mal gleich am Computer zeigen? Mithilfe der Referenz kann man genau vergleichen, ob der Monitor und der Ausdruck übereinstimmen. Tut sie das nicht, dann herrscht Handlungsbedarf. Sprich, der Monitor muss kalibriert werden und/oder ein neues Druckerprofil erstellt werden. Daniel Müller, wie schaut denn das aus beim Druck? Kannst du uns sagen, wie wir hier vorgehen mit dieser digitalen und gedruckten Referenz, um zu überprüfen, ob ein Drucker mir die Farben korrekt zeigt? Beim Drucker ist es so, dass ich immer natürlich die richtigen Papiere mit den richtigen Einstellungen und Profilen verwende. Das ist also ähnlich wie beim Monitor. Wenn das der Fall ist, habe ich in der Regel keine Probleme oder nur ganz kleine. Sobald dass ich eine der Komponenten austausche, habe ich Abweichungen. Also ich kann nicht x-beliebige Medien verwenden und davon ausgehen, einmal auf Print und alles kommt sauber raus. Das wird mit etwas Glück mal funktionieren, ist aber Glückssache. Mhm. Und ich muss da dementsprechend die Einstellungen und alles so anpassen, dass das wirklich wieder stimmt. Und da ich Monitor als Bezug habe, ist das natürlich wichtig, dass der auch richtig eingestellt ist, sonst ist der Kreis nicht geschlossen. In den kommenden Filmen wird zum einen diese digitale Referenz und die gedruckte Referenz erklärt von Erik Soder und zum anderen wirst du uns genau das zeigen, wie man ein Medium, ein Papierprofil beim Ausdruck anwählen kann. Das in den nächsten Filmen.